Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Viva. Ich darf mich zurückmelden, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück, einigermaßen gut erholt, ein bisschen Farbe habe ich sogar auch bekommen und das Beste, ich habe ein paar Bastelideen im Gepäck. Dazu aber zu gegebener Zeit mehr. In der Folge habe ich mir gedacht, schauen wir uns einfach mal ein bisschen um, weil so ein wirklich ein spezielles Thema habe ich jetzt sowieso nicht für die Folge, das wird jetzt einfach erstmal wieder so langsam aber sicher Fahrt aufnehmen, die Serie. Ein paar Tage Auszeit gönne ich mir natürlich noch. Muss ja noch das Wetter hier genießen. Und wir schauen uns einfach mal ein bisschen um, was so dazugekommen ist oder beziehungsweise was gerade in Entstehung ist. Das hier drüben, das hatte ich ja schon mal angekündigt, das wird dann eben sozusagen die Lokomotivmanufaktur, wo die Baureihe 103 produziert wird. Ihr seht schon, hier fährt auch schon ein bisschen was durch die Gegend. Ich bin schon ein bisschen ins Detail gegangen, habe mir ein paar Rangierlinien angelegt. Dann hier drüben befindet sich sogar so eine kleine werksinterne Test- oder Prüfstrecke, sowas in der Richtung. Aber das ganze Gelände wird natürlich auch nochmal in einer eigenen Folge präsentiert. Dann, wo ich gerade sowieso in der Ecke hier zugegen war, habe ich mir gedacht, da kannst du auch einfach hier die Industriegebiete noch ein bisschen erweitern. Das habe ich auch getan. Also das heißt, ich habe hier Gleise verlegt, Gleisanschlüsse geschaffen, hier nochmal so einen kleinen Güterverladepunkt, der dann mit dem Güterbahnhof da oben verbunden sein wird. Da wird ein bisschen was durch die Gegend fahren. Dann hier drüben haben wir nochmal eine kleine Baustelle eröffnet, beziehungsweise hier auch schon so einen kleinen Rohbau aufgestellt und insgesamt halt so ein bisschen die Lücken gefüllt, also innerhalb dieses Industriegebietes. Habe hier noch mehrere Wege und Straßen reingezogen, habe Texturen aufgetragen, Gebäude hingekleistert und dergleichen mehr. So, dann, was ist denn noch dazu gekommen, beziehungsweise was befindet sich gerade noch hier im Bau? Hier drüben habe ich das ganze Betriebswerk nochmal ein bisschen um ein moderneres Areal erweitert. Also das heißt, hier werden halt exklusiv nur die E-Lokomotiven gewartet und instand gesetzt. Das ist natürlich auch alles noch lange nicht fertig, da fehlen noch alle Details, aber die Gleise sind mal so weit verlegt und Texturen aufgetragen und ich denke mal, das wird auch nicht mehr so lange dauern, bis ich das Ganze hier in Betrieb nehmen werde. So, was ist noch passiert? Hier drüben eigentlich alles nicht der Rede wert. Ich bin mal über die ganze Stadt drüber gegangen und habe angefangen, einfach so die letzten Lücken noch zu füllen. Also gerade hier so im Uferbereich, das war noch alles sehr leer, grün. Da habe ich einfach so ein kleines Naherholungsgebiet geschaffen, auch nichts Besonderes geworden. Da fehlen auch noch ganz viele Details. Aber ich denke mal, das wird auch noch eine ganz nette Geschichte. Dann hier drüben hatte ich noch eine ziemlich große Lücke in diesem Bereich hier. Das habe ich jetzt mal so gefüllt. Das ist halt hier so eine Art Obstplantage. Die Bäume passen nicht so wirklich da rein. Muss ich mal schauen, ob ich nicht vielleicht doch noch eine bessere Lösung finde. Aber ansonsten, ja, das ist ja letztendlich ist das sowieso nur Kulisse. Ich wollte halt hier einfach das Thema Landwirtschaft noch ein bisschen weiter ausbauen. Und das habe ich damit getan. Hier drüben noch eine kleine Rinderweide geschaffen. Und hier drüben wird auch noch irgendwas angebaut. Was auch immer. So, was haben wir denn noch? Johannesberg. Bleiben wir mal in Johannesberg. Ich glaube, hier drüben auf der Uferseite ist nicht mehr wirklich was dazugekommen. Hier habe ich mal noch diese Landesbibliothek aufgestellt. Ich glaube, das Original befindet sich in Dortmund, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Und dieser Bereich hier drüben, das soll halt eine Schule werden. Das ist auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Hier ist, naja, wie soll ich sagen, vielleicht so ein Weitsprung-Dingens, halt ein kleiner Fußballplatz. Hier ist dann noch irgendwie so ein kleiner Schulgarten entstanden. Hier drüben wohnt wahrscheinlich der Hausmeister und hat hier seine Werkstatt und hier sind eben Schulgebäude. Leider haben wir ja keine Kinder oder Jugendlichen, deswegen ist das hier halt einfach eine Schule für Erwachsenenbildung und deswegen sieht das jetzt so aus, wie es aussieht. So, auch hier drüben habe ich ein paar Lücken gefüllt, ist aber auch eigentlich nicht der Rede wert. Dieser Häuserblock ist noch dazugekommen, dann der hier drüben, genauso wie das hier drüben. Und hier drüben habe ich nochmal einen kleinen Park reingezogen, auch ein ganz simples Ding. Einfach Hecke außenrum, paar Fußwege rein, hier den Brunnen aufgestellt, paar Tischtennisplatten und fertig. Und dasselbe Spiel eigentlich habe ich hier drüben auch nochmal veranstaltet, eingezäunt. In dem Fall eben nicht mit einer Hecke, sondern mit dem Zaun gearbeitet, einen Spielplatz draufgeklebt, paar Laternen hingestellt und fertig ist die Kiste. So, dann hier drüben, da ist noch deutlich mehr dazugekommen und ich denke mal, das wird auch nochmal eine eigene Folge werden. Also zur Orientierung, hier drüben ist der Bahnhof, hier ist der Großmarkt, weil auch viele Leute gemeint haben, das sind
deutlich zu viele Rinder. Ich hatte mir tatsächlich Bilder angesehen, also ich habe einfach bei Google Bildersuche eingegeben, Großmarkt 60er Jahre, irgendwie sowas in der Richtung, und dann hat er mir tatsächlich Bilder ausgespuckt. Es kann natürlich sein, möglicherweise war das vielleicht einfach ein reiner Viehmarkt, aber so diese Anordnung, das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesaugt. Das habe ich tatsächlich auf den Bildern ziemlich genau so gesehen, mit ziemlich genau derselben Anzahl von Rindern. Naja, ich habe sie nicht nachgezählt, aber ihr wisst, was ich meine, so eben dieser Bereich, den habe ich halt wirklich auf einem Bild genauso gesehen, und das dürften auch ungefähr die 60er Jahre gewesen sein. Wie gesagt, wahrscheinlich war es letztlich kein Großmarkt, sondern halt eher ein Viehmarkt. Aber ich denke mal, das kann ich schon so stehen lassen. Also ich finde es nicht schlimm, ich finde es, also ganz im Gegenteil, ich finde das ganze Gelände eigentlich ganz ansprechend. So, hier drüben habe ich die Stadt, den Stadtteil noch ein bisschen weiterentwickelt, in diesem ganzen Bereich, wo sich jetzt eben auch der Funkturm befindet. Das wird aber auch nochmal eine eigene Folge, genauso wie hier drüben. Da habe ich jetzt eben noch so eine Art Festung entstehen lassen. Und da habe ich es dann mal so gemacht, das wird in einer der nächsten, also nächste Folge noch nicht, aber ich denke mal nächste Woche wird das über die Bühne gehen. Das habe ich dann so gemacht, und zwar habe ich keine Zeitraffer erstellt, sondern ich habe mir das Kameratool geschnappt, und man kann ja, wenn man hier unter dem Reiter Videos reingeht, kann man sich ja Keyframes setzen. Das muss man sogar, wenn man mit dem Kameratool filmt. Allerdings kann man das auch einfach so machen. Ich also setze hier eben mal so ein Keyframe, so ein Schlüsselbild. Und dann gehen wir hier oben in den Reiter Bilder aufnehmen. Und dann habe ich hier einfach, also bevor ich angefangen habe hier zu basteln, habe ich quasi immer aus derselben Perspektive in regelmäßigen Abständen dann hier einen Screenshot angefertigt. Dann kann man ja hier wieder rausgehen aus dem Kameratool-Menü, kann man wieder weiter basteln hier, sich rumspielen und dann wieder zurückhüpfen. Und man hat wieder genau denselben Screen und macht einfach wieder ein Bild. Und so habe ich das Ganze halt dokumentiert, irgendwie mit 15, 20 Bildern. Und dann kann man das halt wirklich so in einer Minute zeigen, einfach runterlaufen lassen, wie so ein animiertes GIF letzten Endes. Und man sieht das halt so Step by Step, so die Entwicklungsschritte. Finde ich eine ganz coole Technik. Und das werde ich in Zukunft auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder mit einbauen. Und das Schöne ist ja, man kann ja auch wirklich ganz hoch gehen, zum Beispiel mit der Kamera. Und kann das dann über einen ganz langen Zeitraum, also wirklich über eine ganze Staffel, einfach irgendwie so eine Perspektive hier einfangen, wo man möglichst viel von der Karte sieht. Und dann halt, also mindestens nach jeder Bastelsession oder halt, wenn ich daran denke, in jeder Bastelsession mehrmals einfach hier ein Bild aufnehmen, das dann alles schön in den Ordner sammeln. Und wenn die Staffel dann vorbei ist, dann kann ich da halt, weiß ich nicht, vielleicht so ein 10-minütiges Video machen, wo eben nur diese Screenshots aneinandergereiht sind, und dann sieht man halt wirklich, wie die ganze Karte halt so wächst. Also das, was im Laufe von mehreren Monaten passiert, kann man dann halt in 10 Minuten ungefähr darstellen und wiedergeben. Finde ich eine ganz coole Idee, ehrlich gesagt, und werde ich in Zukunft wohl auch genau so anwenden. So. Was ist noch passiert? Ansonsten habe ich hier noch ein paar Sachen in Entwicklung. Das wird natürlich auch eine eigene Folge. Hier wird nochmal so ein kleines Dorf entstehen, und hier ist, glaube ich, auch schon irgendwo ein Zug unterwegs. Rollmaterial habe ich jetzt unlängst auch nochmal ein bisschen was dazugepackt, nochmal ergänzt, nochmal die Linien verstärkt und ausgebaut und so weiter und so fort. Also demnächst wird hier auch mehr durch die Gegend fahren. Dann hier drüben ist nicht allzu viel passiert, eigentlich gar nichts. Das kennt ihr ja schon aus der, ich glaube, der vorletzten Folge haben wir hier die Bergstrecke mal schön unter die Lupe genommen. Und ja, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich denke, das wird nämlich die nächste Folge werden. Und es gibt ja noch eine weitere Bergstrecke, nämlich hier drüben. Und die ist jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Da ist irgendwo das deutsche Krokodil unterwegs. Hier eben die Baureihe, was ist es denn eigentlich? 194 hier mit diesem, mit den Schüttgutwaggons, mit den Selbstentladewaggons. Die verkehrt ja hier hoch zur Mine. Und auf diese Strecke habe ich mich halt jetzt mal so gestürzt. Das ist größtenteils noch vor dem Urlaub passiert. Und ich denke, ich werde noch einmal drüber gehen und den Detailgrad so ein bisschen erhöhen. Und dann denke ich mal, das könnte schon das Thema der nächsten Folge werden. Also nagelt mich nicht fest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das genau so eintreten wird. So, dann soll es das mal gewesen sein. Erstmal von der Karte. Und wir haben ja gerade mal 10 Minuten rum. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, denn ich habe direkt als ich heimgekommen bin gestern Abend, musste ich mich natürlich erstmal drauf stürzen und wollte mir den Performance-Patch natürlich ansehen. Das habe ich getan und habe erstmal gefilmt, einfach um zu sehen, ob ich zum Beispiel bei Mitfahrten und so einem Zeug halt irgendwie eine Verbesserung feststellen kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass das der Fall ist. Und die Videos schauen wir uns jetzt noch zusammen abschließend an.
So, wir befinden uns, wie man unschwer erkennen kann, in Johannesburg. Das ist vielleicht ein bisschen unzusammenhängend, das Ganze. Ich habe mich einfach drauf gestürzt und habe irgendwo einfach losgefilmt. So im Stadtbereich, also habe einfach alles mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Wir werden uns auch noch an einen Bus dran kleben, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Und genau, schauen uns einfach noch ein bisschen abschließend in der Stadt um. Und das ist eben jetzt die erste Session, wo ich halt gefilmt habe nach dem Performance-Patch. Generell muss ich sagen, also ich habe noch überhaupt nichts Negatives feststellen können an dem Performance-Patch. Ganz im Gegenteil. Ein paar FPS habe ich dazu genommen. Das merkt man vor allen Dingen, wenn ich Mitfahrten mit der Eisenbahn mache. Wird natürlich auch demnächst wieder kommen. Da merke ich schon deutlich, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Also ich will nicht sagen perfekt. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich und ich denke mal, also Urban Games wird das auch nicht, also wird nicht die Mega-Priorität darauf gesetzt haben, den Leuten das Spiel einfach also perfekt hinzubiegen, die mit einer Flut an Mods arbeiten, basteln, spielen, sondern eher den Fokus drauf gelegt haben, wahrscheinlich also einfach die Spieler auf dem Schirm gehabt haben, die das Spiel sozusagen normal spielen, also vielleicht mit einer überschaubaren Anzahl von Mods, aber also ich kann natürlich, so wie ich baue, in meinem ganzen Eigenbau mit dem, ja, mit den Dimensionen, mit denen ich baue, da kann ich nicht erwarten, dass ich da 100 FPS dann rausbekomme aus dem Patch. Aber ich denke mal, man kann es auch hier schon ganz gut erkennen, wenn man so ein bisschen ältere Folgen jetzt so auf dem Schirm hat, also man sieht schon, man spürt schon eine Verbesserung, also das auf jeden Fall. Was ich jetzt auch bei der ersten längeren Bastel-Session gemerkt habe, was definitiv weg ist, sind so diese Hänger, wenn es dann wirklich mal 2, 3, 4 Sekunden hängt, das Spiel. Das ist mir noch überhaupt nicht wieder aufgefallen. Also das scheinen sie wirklich behoben zu haben. Und ja, aber also grundsätzlich, ich muss das Ding natürlich noch ein bisschen mehr auf Herz und Nieren prüfen, aber mein erster Eindruck ist schon extrem gut. Also es hat sich schon was getan, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Wartezeit auf den Performance-Patch. So, wir kleben immer noch an diesem Bus dran. Vielen Dank auch an der Stelle für die Hinweise. Einige Mods wurden mir vorgeschlagen, weil ich mal die Frage gestellt hatte, welche Busse denn noch angebracht wären für die Epoche und ist jetzt in dem Video noch nicht vorhanden, aber ich habe noch ein paar dazu genommen, habe auf jeden Fall noch ein paar brauchbare Fahrzeuge gefunden. So, wir passieren den Bahnhofsvorplatz. Hier habe ich den Detailgrad in dem ganzen Gebiet auch nochmal so ein bisschen erhöht. Vor allen Dingen hier sieht man es ganz gut, auch mit Personenassets nochmal weiter gebastelt. Da ist noch einiges dazugekommen. Genau, und wir fahren einfach mal gemütlich noch eine Runde hier mit dem Bus mit. So, was wollte ich eigentlich noch sagen? Genau, bezüglich überhaupt generell ein paar Takte noch zur Staffel an sich. Also allzu lange wird das nicht mehr gehen. Also ich vermute mal, vielleicht noch einen Monat. Also ungefähr, naja, summa summarum, vielleicht noch 10 bis 12 Folgen. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe natürlich noch einige Baustellen, die ich noch vernünftig über die Bühne bringen möchte. Ich möchte noch ein paar Ideen umsetzen. Aber dann, also ich bin auch jetzt schon parallel dabei, mir neue Karten anzusehen für die Staffel, also für die nächste Staffel. Und ja, ich muss ja, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis draus machen, unnötigerweise. Es wird der Bodensee. Die Bodensee-Region, die hat es mir wirklich angetan zum Basteln. Da war ich jetzt gerade eben im Urlaub, also nicht direkt am Bodensee, aber so eine Viertelstunde mit dem Auto von Lindau entfernt. Lindau habe ich mir angeschaut und alles Mögliche noch mehr. Also es hat halt viele Vorteile. Erstmal ist es landschaftlich sehr, sehr reizvoll. Und da die Erinnerung jetzt auch noch sehr frisch ist, möchte ich natürlich auch zeitnah loslegen. Aber generell finde ich, also der Bodensee, der bietet halt einiges. Ich meine, gerade, also ich habe mir jetzt nur Lindau angeschaut, dort den Bahnhof und generell, also halt was zum Thema Eisenbahn. Und da habe ich halt festgestellt, also damit lässt sich halt wirklich cool arbeiten. Also da habe ich halt DB-Material, Rollmaterial, kann ich fahren lassen. Ich kann ÖBB fahren lassen. Ich kann die Schweizer Bundesbahn fahren lassen. Generell ist es das Dreiländereck unten da, das ist ja bekannt und das bietet halt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich werde sicherlich einige Abstriche machen müssen, ich werde einige Kompromisse eingehen müssen. Also wenn ich so zum Beispiel an die Oberleitung denke, dann muss ich mich für eine Variante entscheiden, dann werde ich wahrscheinlich die deutsche Oberleitung nehmen. Aber generell gesprochen, Lindau und der ganze Bodensee, das bietet halt wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Und da bin ich eben jetzt gerade dabei, mir verschiedene Karten anzusehen. Im Workshop habe ich ein paar gefunden. Dann hat mir der gute KDV seine Karte vom Bodensee zur Verfügung gestellt. Und ja, da muss ich jetzt mal abwägen, welche sich am besten bebauen lässt. Lindau ist mir halt also schon wichtig. Das möchte ich einfach mit dabei haben. Und das bietet eigentlich nur die Karte von KDV. Also alles andere. Eine habe ich noch gefunden, ich glaube aus dem Workshop. Die war auch nicht so verkehrt, aber da ist Lindau halt auch viel zu klein und den Bahndamm bekomme ich nicht vernünftig hingebastelt. Und den möchte ich halt schon umsetzen auf jeden Fall. Und ich denke mal, Lindau an sich wird dann auch so ein bisschen der Startpunkt sein, wo ich einfach beginnen werde. Lindau Hauptbahnhof, dann so ein bisschen die schnucklige Altstadt da entstehen lassen. Und dann von dort aus gehen kann ich dann halt die ganzen Strecken basteln. Ich habe mir das noch nicht im Detail angesehen, aber es führt ja zum Beispiel eine Strecke nach Bregenz rüber, wo ÖBB fährt, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe, dann geht eine Strecke in die Schweiz, dann fährt zum Beispiel der Allgäu-Express, der Alex, der fährt nach München und dergleichen mehr. Also da gibt's halt, da ist wirklich für jeden was dabei. Das sind elektrifizierte Strecken, da sind schnucklige, eingleisige Nebenbahnen und ich denke mal, das könnte wirklich ein richtig cooles Projekt werden und ja, die Vorfreude steigt, muss ich sagen. Und irgendwie ist es auch eine schöne Sache, einfach die Urlaubsregionen dann direkt nochmal nachzubauen, wo man eben gerade war. Also ich finde das ziemlich reizvoll, ehrlich gesagt. Und gerade wenn, also gerade bezüglich ÖBB und SBB-Rollmaterial, das wurde sich schon so oft gewünscht, mal irgendwie Richtung Österreich oder Schweiz zu gehen. Und da habe ich ja jetzt dann einfach alles vereint auf so einer Karte. Wenn mir das gelingt, das einigermaßen vernünftig umzusetzen, dann gibt's halt, dann habe ich einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. So. Und deswegen, ich glaube, der Bodensee ist wirklich eine gute Idee. Und wenn man das Ganze ein bisschen weiter spinnt, also ich habe ja gerade gesagt, der Alex fährt eben von Lindau Hauptbahnhof bis München Hauptbahnhof, dann könnte ich halt auch so eine Art Crossover-Videos dann mal drehen und halt mit dem Kameratool auf der München-Karte filmen. Den Alex Repaints gibt's, glaube ich, also wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Das heißt, ihr könnt halt tatsächlich so eine Alex-Garnitur am Münchner Hauptbahnhof starten lassen und dem dann einfach mit dem Kameratool so ein bisschen folgen, irgendwie bis zum Kartenrand und dann machen wir einfach einen Cut und dann geht's auf der neuen Karte, auf der Bodenseekarte dann weiter und so kann man halt wirklich richtig schöne Videos drehen, so mit langen Mitfahrten. So, das sind so ein bisschen die Ideen, die mir gerade im Kopf rumschwirren und ich glaube, so schlecht sind die Ideen gar nicht. Jo, also könnt ihr mir natürlich gerne eure Kommentare, eure Meinungen dalassen bezüglich dem Lindau-Projekt bzw. dem Bodensee-Projekt, was ihr davon haltet, eure Ideen, eure Anregungen. Jetzt ist natürlich noch ein super Zeitpunkt, weil das ist jetzt alles noch Zukunftsmusik. Die aktuelle Staffel wird noch ein bisschen laufen, habe ich ja schon erwähnt. Aber ich, also wenn ihr schon irgendwelche coolen Ideen habt, so in jeglicher Hinsicht, dann könnt ihr mir das gerne jetzt schon da lassen. Jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt. Jetzt habe ich noch genügend Zeit, das alles in die Planungen mit einfließen zu lassen. Genau, so sieht's aus. Das wollte ich mal geworden sein haben. Ihr wisst schon. So, das wiederholt sich jetzt auch alles ein bisschen. Ich habe einfach wild drauf losgefilmt. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, das ist alles so ein bisschen zusammenhangslos. Aber ich denke mal, die Bilder sind nicht so schlecht. Und Johannesberg hat auch schon eine Reise hinter sich, sage ich mal. Da hat sich doch schon einiges getan. Mittlerweile. Bezüglich dem Funkturm vielleicht noch ein paar Takte. Also ich lasse ihn drin, denke ich. Ich lasse ihn stehen, auch wenn er so ein bisschen nicht wirklich hundertprozentig zum Stadtbild dazu passt. Aber ich wollte einfach ein paar so Eyecatcher wollte ich noch dabei haben. Ein paar so Landmarken einfach. Und ich glaube, ich hatte es ja auch schon erwähnt. Also der ist vielleicht in der Form ein bisschen zu modern, aber generell dieser Stuttgarter oder St. Chrysona, glaube ich, heißt der Funkturm, der wurde in den 50er Jahren gebaut. Ich glaube, Bauzeit war zwischen 54 und 55. Irgendwie sowas in den Dreh kann man ja nachlesen im Internet. Und deswegen passt er schon in die Epoche, denke ich. Und also da müssten jetzt schon wirklich stichhaltige Argumente kommen, dass ich den wieder abreiße. Ich denke, ich werde ihn stehen lassen. So, dann noch ein bisschen an den Bahnanlagen gefilmt. Ja, was habt ihr eigentlich für Erfahrungen gemacht mit dem Performance-Patch? Also ich habe jetzt im Forum mir dieses Thema mal relativ detailliert durchgelesen alles und da gibt es ja schon ganz unterschiedliche Erfahrungen, muss ich sagen. Also einige Leute sind, ja, man kann fast schon sagen, enttäuscht.
Andere Leute wiederum scheinen nicht wirklich einen Unterschied zu merken. Ich muss sagen, meine Erfahrung bislang mit den paar Stunden, die ich jetzt hier zugange bin, also nach dem Performance-Patch, das ist durchweg positiv. Hab noch keine Verschlechterung feststellen können, also das wäre ja auch schlimm. Aber unterm Strich ist das wirklich eine solide Nummer geworden, wie schon gesagt. Also ein paar FPS sind auf jeden Fall dazugekommen. Schwierig sind natürlich schon noch immer so Bereiche wie hier zum Beispiel in der Bahnhofsregion am Hauptbahnhof. So, da ist halt einfach mit der höchste Detailgrad, da rauschen die ganzen Linien durch, da ist Bus und Bahn unterwegs, viel Individualverkehr mittlerweile. Deswegen, also da merkt man schon noch so ein bisschen die Performance-Einbrüche, aber nicht mehr so schlimm wie am Anfang, also wie davor. So, da merke ich schon einen deutlichen Unterschied. Das muss ich schon ganz klar sagen. Aber ich habe natürlich schon auch ein relativ performantes System, so das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und das ist sicherlich auch nicht bei jedem der Fall, so das ist auch klar. Aber unterm Strich, also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Ding. Meine Erwartungen waren jetzt nicht so mega hoch, ich dachte mir schon einfach, aufgrund der Tatsache, dass eigentlich alle Patches, die sie geliefert haben, immer solide waren, finde ich, also in meinen Augen zumindest. Und deswegen dachte ich mir schon, das wird nicht so schlecht werden, aber ich bin ehrlich gesagt sogar ein bisschen positiv überrascht. Also gerade jetzt, weil ich auch eine Mitfahrt hatte, also die habe ich jetzt leider noch nicht gefilmt, das wird natürlich auch noch nachgereicht, aber eine Zugmitfahrt, einmal über die Hauptstrecke, einmal außenrum quasi. Und also, wenn ich das gefilmt hätte, ich hätte da praktisch nichts rausschneiden müssen. Also das ist eigentlich flüssig durchgelaufen. Trotz Jahreswechsel drin, auch Monatswechsel, die merke ich überhaupt nicht mehr, ehrlich gesagt. Also nicht mal mehr ein Mikroruckler oder sowas. Also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Ding. So, dann nochmal ein bisschen an die Dampflok dran geklebt. Und dann geht's auch dem Ende zu. Ah, schöne Perspektive hier. Jetzt auch mal ein bisschen weiter rausgezoomt mit dem Weinberg da im Hintergrund. Das ist schon nicht so verkehrt geworden hier. Schön vor sich hinqualmende Dampfe. Ja, ein bisschen ungünstige Kameraposition, das gebe ich zu. Okay, aber jetzt ist es eh gleich vorbei. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das jetzt so ein wenig durcheinander und zusammenhangslos war. Die nächsten Folgen werden wieder ein bisschen anders sein. Wie gesagt, Bergstrecke wird nochmal ein Thema, voraussichtlich in der nächsten Folge und der Rest kommt dann so nach und nach. Nächste Woche wird dann wieder eher so der Fokus auf diverse Bastelthemen gelegt. Gut, ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.